Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Midweek Magic Video hier auf dem Kanal. Es ist schon lange her, seitdem ich das letzte Mal so ein Midweek Magic Video gemacht habe, aber das aktuelle Format, ja, von dem, was wöchentlich stattfindet, ist so kaputt, dass ich mir gedacht habe, warum nicht? Haben wir doch einfach mal ein bisschen eine gute Zeit und schauen uns mal völlig degenerierte Decks an. Worum geht's heute? Midweek Magic ist heute Shimir the Inner Sun Historic. Wir bauen also ein 60-Karten-Historic-Deck, aber in jedem Endstep, at the end of each of your turns, discover a spell, oder beziehungsweise discover 5, also du kannst quasi, wie da hier steht, exile cards from top of your library until you exile a non-land card with mana value 5 or less. You may cast it without paying its mana cost or put it into your hand, put the rest on the bottom in a random order. Wir kriegen also so ein Shimir the Inner Sun Emblem. Und im Historic-Format führt das halt natürlich zu extrem absurden Decks. Ich habe mal 4 gebaut, die ich euch vorstellen möchte, in, ich sag mal, steigender Absurdität. Wenn mich denn jetzt hier auch der Server mal lässt, haben wir zum einen Midweek Magic Burn. Burn ist halt, also das ist tatsächlich einfach eine klassische Liste. Ne? Also wir spielen halt einfach ein Deck, das man so auch bauen könnte. Einfach ein monorotes Burn-Deck, Commander Faces Karkasan, Swift Spear, Epicure, Pyromancer, so ein paar Burn-Spells. Ne? Amped Raptor ist natürlich super. Das wäre ein Deck, das man spielen könnte. Wir haben allerdings theoretisch auch Energy. Da wird es schon ein bisschen verrückter. Energy ist im Prinzip so eine Deckliste, die man jetzt auch im Historic oder auch im Timeless spielen könnte. Viele neue Karten sind mit dabei. Ne? Guide of Souls, Ocelot Pride, Static Prison, Galvanic Discharge ist dabei. Wir haben natürlich Amped Raptor und Ajani mit dabei. Und Goblin Bombardment dient so ein bisschen dazu, mit Taiwakin zusammen ein bisschen Kartenvorteil zu machen. Das ist eine sehr faire Liste. Wir spielen 4 Sun Cleanser, weil, wie wir gelernt haben, von der Proto ist Sun Cleanser eine sehr, sehr gute Karte gegen Energy. Und ich erwarte halt relativ viele gegnerische Energy-Decks, sodass wir Sun Cleanser als gute Sideboard-Option haben. Ein weiteres Deck, das ich hier noch euch vorstellen möchte. Jetzt wird es so langsam absurd und jetzt, ne, die ersten beiden Decks waren einfach auch so spielbar ohne dieses Chemiel-Emblem. Und jetzt habe ich halt so ein paar Decks, die einfach darauf auf oder darauf basieren, dass man halt eben dieses Emblem hat. Wie zum Beispiel den Money Pile. Der Money Pile hat einfach kein Mana und nur insane 5 Drops, weil wir ja im Endstep immer einen 5 Drop discovern. Also spielen wir Angel of Thanctions, Ao, Aklazotz, Doom Whisperer, Harvester of Miseries, Junji, Witch King, Ilhaq, um andere Kreaturen reinzucheaten, Terror, der unfassbar viel Schaden macht, Oyakas Lem, der andere Karten reincheatet, Maelstrom Archangel, der andere Karten reincheatet. Das ist schon ein bisschen schon darauf ausgelegt, dass wir das Chemiel-Emblem ausnutzen und zum absurden Maximum übertreiben kann man das Chemiel-Emblem natürlich einfach mit einem Belcher-Deck. Weil wir haben einfach ein Deck mit Goblin Char-Belcher und Gilded Lotus und gewinnen safe Turn 2. Weil wir packen nur Karten ins Deck, die 6 oder mehr Mana kosten. Die können also nicht discovered werden. Geht nicht, ist völlig unmöglich. Und dann discovern wir entweder im ersten Zug Goblin Char-Belcher oder Gilded Lotus und im zweiten Zug halt das entsprechende Pendant. Und dann aktivieren wir mit dem 3 Mana von dem Gilded Lotus einfach den Goblin Char-Belcher. Wir haben kein Land im Deck und haben das Spiel gewonnen. Das wiederum ist vielleicht einfach so ein bisschen am Thema vorbei. Ne? Also ich würde sagen, der Money Pile, wo wir einfach nur fette 5 Drops mit ins Deck gepackt haben, das kann man noch irgendwie durchgehen lassen. Das jetzt hier ist natürlich einfach schon absolut degenerierter Scheiß. Trotzdem will ich zumindest jede Deckliste einmal vorgestellt haben. Jetzt gehe ich mal rein ins Event. So, wir dürfen anfangen. Das ist schon mal gut für ein Burn-Deck. Ich denke auch, dass man das hier halten kann. Also wir nutzen mit Burn natürlich absolut überhaupt nicht dieses Discover-Emblem aus. Aber ich denke, es ist trotzdem fein. Also wir machen jetzt schon relativ schnell relativ viel Schaden. Royal Eruption, zack. Ne, normal. 3 an die Birne. Na, und ich meine, ihr seht schon, unser Gegner ist auf 17, 15, 13, 10, 7, 5. Wenn ich alle meine Karten deployed habe. Klar, wenn er jetzt anfängt. Oh, fair. Oh, ein Eldrazi-Deck. Fair. Fair. Kumano ist eigentlich gut. Ich glaube, Kumano ist gut genug. Oh, oh. Was ist es? You find a cursed idol. Machen Treasure oder was? Okay, ich bin super. Was haben wir denn hier alles drin? Kalim. Okay. Nimmt man auf die Hand. Ah, okay. Ah, ich verstehe. Das ist auch ein Char-Belcher-Deck, das versucht, gegen Char-Belcher zu gewinnen, indem es You find a cursed idol spielt und dann nicht Turn 1 verliert. Okay, verstehe ich. Ja, gut.
Ich spiele, glaube ich, trotzdem den. Vielleicht hätte ich auch Commando Face Kakasan spielen sollen. I don't know. Amped Raptor. Ah, das ist eine der schlechteren Karten, die man hitten kann. Weil wir jetzt leider nichts mit seinem ETB-Effekt machen, weil der nur etwas spielt, wenn man ihn wirklich von der Hand castet. Aber okay, ich meine, Game ist noch nicht vorbei. Gegner. ja, vielleicht. Wir haben noch ein bisschen Damage hier liegen. Ein drittes Land wäre halt sehr geil, damit ich Double spellen kann. Ja, ich glaube, unser Gegner hat sich ein bisschen selber getrickst mit dem You Find a Cursed Isle. Ist natürlich eine nice Technology gegen die Belcher Decks, ohne Frage. Aber. Na gut, gucken wir mal. Okay. Leyline of Sanctity. You have Hexproof. What? Was? You have Hexproof? Haha! Was? Na gut, gut, dass das auf each opponent geht. Und das geht auch auf each opponent. Aber meine Burn Spells sind jetzt kaputt. Static Discharge, put in hand. Ich habe natürlich offensichtlich keine Antwort für Leyline of Sanctity. Also, ist ja klar, wir spielen Mono-Rot. Wow, Gegner hat Antworten auf alles. You find a cursed eye. Uiu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 
Ja, nehme ich 5. Soll ich sagen. 5 sind okay. 5 kann ich ein paar Runden lang nehmen. Gonti, 5-5. Spells. Ah, der ist schon auch nicht schlecht, ja. Ja, ich sag mal so. Dagegen haben wir es ein bisschen schwerer. Also. Not gonna lie, 5-5er sind ein Problem. Okay, ja gut. Kann ich den Gegner rausbrennen? Nee, ne, glaube ich nicht. Ich glaube, das kann ich. Gegner ist auf 16. Gegner ist auf 13. Gegner ist auf 11. Gegner ist auf 9. Gegner ist auf 6. Gegner ist auf 4. Ich glaube, es reicht nicht. Zumal wir wahrscheinlich jetzt auch noch einen Blocker abkriegen werden. Ah, warte mal. Also kann er eh nicht. Hellspore Brood, okay. 5-4, na gut. Noch ein Land. Ey, komme ich nicht mehr durch. Okay, Burn ist es auf jeden Fall nicht. Vielleicht ist Energy ein bisschen powerfuler. Vielleicht haben wir damit ein bisschen mehr Erfolg. Tja, wenn wir gegen Energy spielen, ja, boah, schwierig. Wir sind schon wieder on the draw. Eigentlich ist es, glaube ich, sehr, sehr, sehr stark davon abhängig, wer on the play ist. Weil ich meine, im Endstep Discover 5 ist halt schon auch ein bisschen dämlich, ne? Oh, warte mal. Ist es das Transmogrify Cultivator Colossus Desert Deck? Und jetzt spielt man nur noch Deserts? Okay, wir haben Turn 1 verloren. Alter, was habe ich mir dabei gedacht, dieses Midweek Magic aufzunehmen? Das macht doch gar keinen Sinn. Holy moly. Obwohl jemand ein normales Deck spielt in diesem Format. Werden wir das jemals erfahren? Ha? 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 Keeper? Also ich glaube, mit normalen, fairen Decks kommt man nicht weit. Zumal wir auch einfach immer on the draw sind. Wir sind einfach literally immer on the draw. Static Prison muss, glaube ich, schon sein. Ah, das war nicht schlecht. Kleines Ajanischen hier mal haben, ist, glaube ich, nicht verkehrt. Das ist doch ein guter Start gewesen. Damit, also ich meine, wir sind immer noch on the draw gewesen, aber es fühlt sich jetzt zumindest ein bisschen besser an. Oh, Burning Tree Emissary kann stark sein. Kommt drauf an, wie viele davon jetzt noch kommen. Gilded Goose. Das sieht auch wie ein normales Deck aus. Geil. Gegner spielt tatsächlich ein normales Deck. Okay. Cycled Generous End. Ich könnte Goblin Bombardment spielen. Ja, mal gucken, was discovered wird. Tenacious Pup. Auch das fühlt sich sehr fair an. Ja, ich zahle mal eine Energy. Okay, also ich könnte Goblin Bombardment spielen. Ein Damage auf den Burning Tree Emissary machen. Das Ding flippen. Dann nochmal eine Katze machen. Dann nochmal einen Schaden machen. Ich glaube, Amped Raptor ist einfach besser. Erstmal ein bisschen was hier noch rauszaubern. Ja, wir kriegen direkt ein Goblin Bombardment. Okay, cool. Vielleicht ist das sogar besser. Mal kurz überlegen. Jetzt können wir doch... Machen wir hier einen Schaden drauf. Lippen. Ja. Dann mache ich eine 2-1 Katze. Mach 2 Schaden. Auf die Gilded Goose. Und dann machen wir nochmal einen Schaden auf den Burning Tree Emissary und sacrificen die Katze. Und dann discovern wir ja noch, richtig?
Discover noch ein weiteres Static Prison. Okay. Nehmen wir einfach den auch noch weg. Okay. I mean, das fühlt sich schon ein bisschen anders an als das Burn-Deck, ja. Not gonna lie, finde ich gar nicht so schlecht. Burning Tree Emissary, der 13. Ja, resolved. Ja. Gucken, was noch so passiert. Irgendwas mit Haste? Trample Haste. Trample, Hexproof, Haste, Riot, 4-4. Aber jetzt hat er keinen Haste. Okay, das ist in Ordnung. Wir kriegen einen Goblin Anarchomancer. Okay. My turn. Ja. Guide of Souls. Okay, ja gut, ich werde mal weiterhin Energy bezahlen, denke ich. Dann werde ich mal einen Guide of Souls legen. Und dann werde ich mal eine Garrison Cat legen. Gott, das ist schon ziemlich strong auch. Kriege ich mal eine Energy. Dann werde ich mal einen 2-1 Token bauen. Und dann habe ich 4 Schaden, die ich hier drauf machen kann. Und dann kann ich ja auch mal die Katze hier opfern. Und kriege ja nochmal eine neue Katze. Ne, einen neuen Human, Entschuldigung. Mit einer neuen Energy. Dann werde ich den hier nochmal opfern. Und dann kriegen wir ja nochmal alles neu. Und das ist, ja, I mean, that is quite okay. Achso, ich habe es, glaube ich, ein bisschen verzockt. Ei. Ich glaube, ich habe es ein bisschen verzockt. Jetzt muss ich gleich einen Static Prison abgeben. Ne, muss ich tatsächlich. Ja doch, muss ich vielleicht wohl. Aber ist nicht so schlimm. Wie unser Gegner einfach immer kein Permanent hat, weil wir jedes Mal Static Prison discovern. Mhm. Okay. Discover 5, ja. Kriegen, ist wahrscheinlich nichts, was wir nicht wegkriegen würden. Bonecrusher 3. Kann man jetzt eigentlich stompen? Ich meine, macht wahrscheinlich nicht viel, aber... Ja, man kann anscheinend... Nee. Das wird ja jetzt drunter... Okay, man kann anscheinend stompen und dann Bonecrusher Giant spielen. Okay, not bad. So. Was würde ich denn... Ja, ich glaube, ich will tatsächlich einfach... alles da drin liegen lassen. Erstmal 9 End Raptor spielen. Länder sind nicht so wirklich auf meiner Seite, aber ist nicht so schlimm. Sun Cleanser. Ich spiele ihn als guten Blocker. Okay, ja. Target Opponent loses all Counters. Ist fein. Dann machen wir hier nochmal so einen 2-1er. Der 5 Schaden schießt. Okay. I mean... Ach, dann ist es doch auch lethal, oder? Wenn ich jetzt für 6 angreife. Also sollte unser Gegner nichts mehr haben, dann kann ich auch einfach alles in Goblin Bombardment reinschmeißen. Ja, das ist doch okay. Ding. Zack. Na, okay. Ah, nee, ist nicht lethal. Unser Gegner hat einen Food. Ja, vergessen. Egal. Na gut. Ist nicht so schlimm. Ping Galvanic Discharge. Den würde ich gerne spielen, ja. Ja. Würde ich gerne 3 Energy kriegen und 0 bezahlen. Damit ich auf jeden Fall wieder genug... Ich meine, ich hätte in meiner Upkeep auch Galvanic Discharge spielen können, um genug Futter zu haben. Oh, Blood Braid Elf. Der könnte gut sein. Escaped in Prosperous Innkeeper. Okay. Ja, der kommt... Oh, man gaint jetzt wieder Leben. Okay, ja. Ist, glaube ich... Also, spielt absolut keine Rolle. Aber war nett. War eine nette Idee. Legion Warboss. Die ganzen Haste-Kreaturen zu discovern ist natürlich auch nicht so optimal. Aber ich fand es zumindest sehr schön, dass ich jetzt gegen ein Deck gespielt habe, wo es sich einigermaßen fair angefühlt hat. Ja, komm. Ich zahle einfach, was soll it. Dann lege ich hier nochmal so einen Ajano. Und dann mache ich nochmal so eine Katzo und dann mache ich wie viel Schaden? 7. Okay, alles klar. Und dann opfer ich den und flipp noch einen Ajani und dann...
kann ich das Ganze nochmal machen und wird nochmal 6 Schaden schießen. Okay? Also ich meine, das war ein nices Showing. Jetzt machen wir mal mit den degenerierten Decks weiter. So, Hahn ist ein easy Keeper. Wir können ja nie was casten. Wir können jetzt einfach nur 5 Drops legen und sagen einfach go und gucken, was passiert. Jawohl, da ist er doch schon. Das ist, glaube ich, eine der schlechteren Karten, die man so hitten kann. Aber gegen einen Burn-Deck wäre es jetzt zum Beispiel ziemlich gut. Taxos. Ah, das ist wahrscheinlich das Combo-Deck. Ja, okay. Hinter Zugo, hervorragend. Geh doch erstmal rein. Diesmal durften wir anfangen. Das ist schon ein großer Vorteil für das Deck. Ah, Invoke the Ancients. Ja, siehe. Ich würde gerne Trample und Trample machen. Und dann muss ich mal Junji discarden. Das spielt keine Rolle. Vielleicht geht unser Gegner Turn 3 in die Combo, dann verlieren wir einfach. Durchaus möglich. Was macht der denn? Whenever you gain life for the first time. Okay. Oh, wow. Ah, das hat natürlich nicht zusammen funktioniert. Okay, ja, gut. Attack für 13. Ja, oder dann nur noch 12, beziehungsweise nur noch 11. Gegner bekommt hier so ein 1-1-Dude. Oh, schon nicht schlecht. Easy. Easy. Mehr Trample. Ah, muss ich wieder discarden, sad. Also, es fühlt sich halt nicht so an, als würde ich jetzt irgendwelche Entscheidungen treffen, ja. Das ist zwar ein witziges Deck, aber vielleicht bin ich jetzt einfach tot. Hey, das wäre vollkommen okay. Ich habe gecheatet, dann darfst du auch cheaten. Also, es wird, was heißt gecheatet? Ich habe einfach sozusagen den Effekt hier ausgenutzt. By the way, es sieht voll geil aus, dass man hier diesen, diesen Fernrohrschatten hat. So, 16 Power Trample. Gegner hat 7, 8, 9, 10 Toughness. Mehr Toughness sogar. Okay, ja. Das ist nicht schlecht. Nicht schlecht. Es muss geblockt werden. Und stimmt, das ist sogar ein Easy-Block. Wow. Das ist ja mal voll der Easy-Block. Aktuell kommen immer noch genug durch. Ja. Ich hoffe, ich discover gleich mal was Gutes hier. So, lass ich mal kurz schauen. Den mache ich schon weg. Ja, ist glaube ich okay so. Zumal jetzt auch Daxos stirbt. Das ist ganz geil. Weil eine Devotion weggeht. So, was kann er denn? Was ist denn in seinem Spellbook drin? Darf man das sehen? Darf man nicht, okay. Ilharg. Perfekt. Keine Ahnung. Ich leg mal Thraktusk weg. Ich glaube, den brauchen wir nicht. Ilhak hat auch Trample. Und wenn der angreift, kann ich eine andere Kreatur Tagged and Attacking reinlegen. Zum Beispiel Ojerka Slam, der dann wieder was Neues reinlegt. Ach ja. Gegner spielt dir so normales Magic. Cute. Na, das war nicht schlecht. Gegner spielt so mit Ländern und so. Oh, Cabaretti Rebels. Okay. Naja, Cabaretti Rebels. Harvest of Miseries wäre auch eine geile Karte gewesen übrigens. Ich leg glaube ich mal Ojerka Slam rein. Auch Trample. By the way, 12, 24 Trample, weniger 6 reicht. Ja, gut. Boah, meine Hand sieht aus wie ein Mulligan, ne? Aber ich glaube, ich muss trotzdem halten. Wir sind leider on the draw. Das verheißt nichts Gutes. Leyline? Oh, was geht denn hier? Leyline, Oakgrowth, verschwinden monogrün einfach. Okay. Ja, ich habe leider nichts zu zocken, ey. Dammit. Gut, Doom Whisperer ist vielleicht in Ordnung. Muss ich erstmal einen Doom Whisperer abschmeißen. Ja gut, Turn 1, ein 6-6 Flying Trampler ist in Ordnung. Aber allerdings hat unser Gegner theoretisch... ab nächster Runde rastet unser Gegner komplett aus. Ich bräuchte sowas wie... Oh, keine Ahnung, Angel of Sanctions oder so? Oh, Kavalier auch noch. Wow, das sieht so aus wie ein Loss, glaube ich. Okay. Not bad. Drag Task. Gehen wir rein. Müssen wir was Gutes discovern.
Aber vielleicht sind wir nächste Runde auch einfach tot. Ne? Er geht nach einer Devotion zu 11. Da könnte jetzt auch gleich Ulamog kommen. Das ist nicht schlecht, aber das bringt mir jetzt leider wirklich wenig. Das ist nicht schlecht. Also ein Railway Brawler wäre nice gewesen. Maelstrom Archangel bringt mir ehrlich gesagt gar nicht so viel gegen Cavalry of Thorns. Ne? Ich glaube, Monogrün ist einfach ein guter Counter gegen Moneypile. Wenn ich das mal so sagen darf. So, 11 Mana, 12 Mana. Tiora, oh mein Gott. 12 Mana, Antep. 9, 21, 19 Mana. Storm the Festival. Kann immer noch. Boah. Dude, ey, Monogrün ist einfach ein Deck, ne? Leyline of the Guild Pact. Invasion of Ixalan. Und ein weiterer Cavalry of Thorns. Aktuell haben wir eine Devotion von 16. Aber auch zu jeder Farbe, ne? Ah, ne, die Mana-Pip. Ne, ne, ne. Die sind zwar jede Farbe, aber die Mana-Pips sind natürlich die. Ja, okay. Monogrün. Not bad. Hat jetzt noch 18 Mana zur Verfügung, also kann ohne Probleme Storm the Festival flashbacken. Hm. Ja, vielleicht ist das auch keine schlechte Choice. Invasion of Ixalan. Da kommt doch bestimmt gleich noch irgendwo ein Ulamog hergeschraubt, oder nicht? Also ich kann nicht mehr gewinnen. Es steht außer Frage. Jetzt kann der Gegner einfach mit seinen normalen Karten so viel machen, dass ich im Leben nicht mehr gewinnen kann. 17 Mana, ja. Neue Kiora. Mehr Mana ist immer gut. Ja. Untap, dann noch 12 Mana, 29 Mana zur Verfügung aktuell. Der ist Mana-neutral, weil der 3 Mana kostet und 3 gibt. Aktuell immer noch 29 Mana zur Verfügung. Der ist Mana-neutral, immer noch 29 Mana zur Verfügung. Nyctos tappt jetzt für 23. Der ist nicht Mana-neutral. Minus 1 Mana plus eine Karte. Ja, schon schlecht jetzt, ne? Oh, jetzt kann er aber Nyctos nicht mehr aktivieren. Wait, what? Er hat Nyctos nicht getappt. Übersehe ich hier irgendwas? Ich weiß nicht, ob wir noch einen Landdrop haben. Ah, wir haben noch einen Landdrop. Und er wusste, dass er einen Outcaster Trailblazer hittet, ne? War ja klar. Jetzt kann er Nyctos wieder nicht aktivieren. What the fuck? Dude. Hat, glaube ich, noch nicht so oft Nyctos gespielt. Oder Monogrün. Spielt aber keine Rolle, weil wir natürlich hart verloren haben. Gibt, glaube ich, keinen ich sweep das Board oder Protection from Green Spell in meinem Deck. Ja. Vielleicht gibt es ein Shame Conceit. Ein Shame Conceit würde ich nehmen. Aber spiel doch bitte einfach weiter jetzt. Da muss mein Pferd schon schurzen hier. Zack, erstmal einen Apfel rübergeben. Wird nicht mehr weitergespielt. Vielleicht regt man sich über sich selber auf. I don't know. Naja, also ich meine, wir wissen im Endeffekt, ich kann das Spiel nicht mehr gewinnen. Ich werde jetzt noch einmal in Charbelcher spielen und dann ist gut. Vielleicht freut sich unser Gegner, denkt sich, ah, was nett, dass unser Gegner conceded hat hier. Egal, eine Runde gibt's noch. Wir dürfen anfangen. Oh, ich darf die Hand nicht halten, weil ich Gilded Lotus auf der Hand habe. Das ist eine Sache, die man wissen muss. Man darf weder Gilded Lotus noch den Charbelcher auf der Hand haben, weil ansonsten verliert man halt. Da ist der Gilded Lotus. wenn ich Charbelcher ziehe, bin ich halt tot, ne? Wenn ich Charbelcher nicht ziehe, haben wir gewonnen. Opperline Gorge, ja, nett. Gucken, was der Gegner discovered. Oh, Smuggler Surprise. Aber, okay, ja, my turn. Ich hätte jetzt sogar Exile Target Artifact oder Enchantment spielen können, End of Turn.
Wow, ich hätte sogar Guardian Naga zocken können. Nice. Ah, da ist er ja. Na, guck mal hier, Goblin Charbelcher. Nice. Resolved? Okay, cool. Dann schieße ich den jetzt auf dich. Also, man kann echt wirklich... Es ist so stupid, ey. Ich wollte es euch nur einmal kurz zeigen. Wenn ihr also auf Wins aus seid, dann macht entweder dieses Transmogrify Cultivator Colossus Deck, was Turn 1 gewinnen kann, wenn man die richtige Hand hat. Oder spielt halt einfach Charbelcher. Ist ein bisschen dumm, aber so kommt man halt eben schnell an die Wins bei Midweek Magic. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Euer Solaris. Tschüss.